Hallo und herzlich willkommen in der Halbzeitpause und gleich zur ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich. Als er vor 3 Wochen das Parlament auflöste, hoffte Präsident Macron damit seine Macht dort zu stärken. Doch schon vor der Abstimmung heute war klar, der Umfragerückstand würde nur schwer aufzuholen sein. Jetzt steht fest, Macrons Plan ging nicht auf. Nach den Hochrechnungen kommt sein Bündnis nur knapp über 20%, während das rechtsextreme Rassemblement National mit fast 34% der Stimmen weit führt. Auf Platz 2 mit etwa 28% das neue Linksbündnis. Sabine Boland berichtet. Fähnchen werden schon siegessicher geschwenkt, aber klar ist heute noch nichts. Und deswegen ist Marine Le Pen vom extrem rechten Rassemblement National direkt wieder im Wahlkampfmodus. Wir müssen verhindern, dass das Land dem linken Bündnis in die Hände fällt. Die Reaktion ihrer Anhänger ist eindeutig. Viele Linkswähler versammeln sich auf dem Platz der Republik in Paris. Hier betretene Gesichter. Sie hatten mehr Prozent erhofft. So ein Mist, sagt sie und er. Immerhin hat der Rassemblement National nicht die absolute Mehrheit. Heute Morgen eine Schlange vor den Wahllokalen. Bei Parlamentswahlen eine Seltenheit. Mehr als 65% stimmen ab. Es geht um eine Richtungswahl. Die einen sehen Frankreich als weltoffenes, liberales Land gefährdet. Die anderen fürchten um nationale Identität und Sicherheit. Es stehen sich Extreme auf beiden Seiten gegenüber. Marine Le Pen wählt im Norden Frankreichs. Sie ist die Ikone der Partei Rassemblement National und möchte in 3 Jahren endlich Präsidentin werden. Punkten können die Rechtspopulisten vor allem da, wo die Menschen sich von der Politik vergessen fühlen, auf dem Land. Der RN ist nicht der Teufel, er ist eine sehr gute Partei und wir sind keine Rassisten. Präsident Macron, um dessen Amt es bei dieser Wahl nicht geht, gibt sich am Wahltag betont leger. Mit seiner spontanen Auflösung des Parlaments hat er hoch gepokert. Rechtsaußen verhindern war das Ziel. Ob die Rechnung aufgeht, zeigt sich in einer Woche bei der Stichwahl. Was bedeutet das nun für Frankreich? Fragen wir nach bei Sabine Rau. Wie wahrscheinlich ist es, dass Frankreich eine rechtsextrem geführte Regierung bekommt? Noch ist nichts entschieden, aber es gibt einen klaren Trend. Und Marine Le Pen hat heute Abend klargemacht, sie will die Macht, sie will die absolute Mehrheit im Parlament, sie will den Premierminister und sie will Macron als Präsidenten so in die Knie zwingen. Frankreich droht dann eine politische Blockade zwischen dem liberalen Europäer Macron auf der einen Seite und dem rechtsnationalen Rassemblement National auf der anderen Seite. Und ein extrem geschwächter französischer Präsident, das hat natürlich auch Folgen für ganz Europa, denn Frankreich ist immerhin das zweitgrößte Land in der Europäischen Union. Hat Macron sich also verzockt? Warum ist sein Neuwahlkalkül nicht aufgegangen? Ja, das kann man so sagen. Die handstreichartige Auflösung der Nationalversammlung hat Frankreich in ein nie dagewesenes politisches Chaos gestürzt. Und das nehmen viele Französinnen und Franzosen diesem Präsidenten sehr, sehr übel. Dazu kommt, dass sein immer wiederholtes politisch-taktisches Spiel, die Franzosen vor die Wahl zu stellen, entweder ich, Macron, oder die Rechtsextremen, das funktioniert augenscheinlich nicht mehr. Denn auch in Frankreich gibt es einen festen Block überzeugter RN-Wähler, Wähler der Rechtsextremen. Das sind keine Protestwähler mehr, sondern das sind Menschen, die wollen eine andere Republik. Dankeschön für diese Einschätzungen nach Paris, Sabine Rau.